Hallo, herzlich willkommen, Herr Gysi. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Roland Festring hat ja schon ein bisschen was aus Ihrem Leben verraten. Entschuldigung, ich habe noch ein paar Sachen hinzuzufügen. Insbesondere das immer wieder gern genommene Facharbeiter für Rinderzucht. Als Sie 18 waren, haben Sie Abitur gemacht an einer mathematisch orientierten Schule, Heinrich-Hertz-Oberschule, glaube ich, in Adlershof war das. Erklären Sie doch mal ganz kurz, wie macht man sein Abitur und wird gleichzeitig Facharbeiter für Rinderzucht? War das so ein duales Studium, also ein duales Abitur? Ja, ich sage erstmal guten Tag, Herr Westring, guten Tag, Herr Schubacher. Es gab eine vernünftige Regelung in der DDR, die leider bei der Herstellung der Einheit abgeschafft wurde, und eine Schwachsinnsregelung, die schon vorher abgeschafft wurde. Die vernünftige Regelung bei einer Berufsausbildung mit Abitur, da bist du nach der 10. Klasse von der Schule gegangen und hast 3 Jahre einen Beruf erlernt und in den 3 Jahren ein gleichwertiges Abitur absolviert. Wenn du dann Chemiefacharbeiter wurdest und anschließend Chemie studiert hast, machte das natürlich Sinn. Aber eine Weile lang gab es, ich glaube, so 4 Jahre eine Schwachsinnsregelung, weil Frau Honecker meinte, weil wir, die Schülerinnen und Schüler der erweiterten Oberschule, also heute würde man sagen des Gymnasiums, nicht genügend mit der Arbeiterklasse verbunden sind, sollten wir nebenbei einen Beruf erlernen. Das führte dazu, dass wir jeden Montag entweder in der praktischen Ausbildung waren oder in der Berufsschule, und die Hälfte der Ferien wurde uns gestrichen, weil wir da aber Praktika machen mussten. Und eigentlich wollte ich Kraftfahrzeugschlosser werden, weil es in der DDR schwer war, ein Auto zu bekommen, aber noch schwerer war, es repariert zu bekommen. Und da dachte ich, wenn ich das kann, ist es ja vernünftig. Dann bestellte mich der Direktor und sagte, ja, das ist ein LKW-Werk, da sind die Teile so groß, Arbeits- und Gesundheitsschutz verlangt, dass du mindestens 16 Jahre alt bist, du bist aber erst 14, das wird nichts. Habe ich gesagt, gut, dann nehme ich Koch. Sagte, nein, die Berufe sind ja inzwischen vergeben, wir hatten so 20 zur Auswahl. Und dann sage ich, na wunderbar, dann nehme ich gar keinen. Nein, sagt er, das kannst du auch vergessen. Und dann fragt er mich, ein Berliner Jungen, wie sind denn deine Beziehungen zu Tieren? Habe ich gesagt, ja, ich habe natürlich als Berliner Junge nur gedacht an Hund und Katze und so. Und da sagt er, ich habe sowieso bloß noch den Facharbeiter für Rinderzucht. Aber nachdem ich den Facharbeiterbrief hatte, hat mein Vater zu mir gesagt, wenn du je in deinem Leben Asyl brauchst, kannst du deine Ausbildung zum Juristen vollständig vergessen. Aber als Cowboy bist du weltweit gefragt. Man muss dazu sagen, einer ihrer Vorfahren ist auch der Begründer der deutschen Rassegeflügelzucht. Das heißt, in Ihnen schlummert offenbar ja doch irgendwie die Arbeit mit den Tieren. Hatten Sie damals mit den Rindern oder später mit Geflügel irgendwelche Seuchenerfahrungen? Rinderwahnsinn, Schweinepest? Nein, in der DDR gab es gelegentlich die Schweinepest, aber da war ich dort nicht mehr tätig. Und da wurde dann sehr schnell abgeriegelt. Also man widmete dem Kampf gegen Seuchen dann eine große Aufmerksamkeit und da wurde alles sogar darauf konzentriert. Und das Interessante ist, dass die DDR ja auch auf eine Pandemie vorbereitet war. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was haben Sie denn eigentlich die 2 Monate in Quarantäne gemacht? Ich meine, wenn wir eine Gemeinsamkeit haben, dann die, wir brauchen die Öffentlichkeit. Wir brauchen das Licht des Publikums. War Ihnen ein bisschen langweilig? Komischerweise nicht. Ich habe damit gerechnet, dass mir die Zeit schwerfällt. Aber ich hatte natürlich 2 Bereiche, wo ich immer was zu tun hatte. Das eine war als Bundestagsabgeordneter und das zweite war als Rechtsanwalt. Alle Abendveranstaltungen, die ich hatte, sind ausgefallen. Fast ausnahmslos. Allerdings habe ich viel sowas gemacht, was ich jetzt gerade mit Ihnen mache. Also plötzlich wurde ja die Computerwelt entdeckt und da habe ich mehrere Gespräche dieser Art geführt. Zum Schluss war ich sogar im Panda-Theater in Prenzlauer Berg. Also da waren natürlich nur wenig Leute und mit Abstand. Und die erste Veranstaltung, da befrage ich als Moderator den Fraktionsvorsitzenden der Grünen Hofreiter in Neuzelle Ende Juni. Das soll nun stattfinden. Da sind dann 50 Leute verteilt und so weiter und so weiter. Ich habe natürlich viel plötzlich auch in meinem Hausarbeit gemacht. Ich war schon immer dafür, sie zu bezahlen. Jetzt bin ich leidenschaftlich dafür, weil sie ja wirklich richtig anstrengend ist. Aber wissen Sie, ich hatte Angst davor, wenn ich abends allein bin und so weiter. Und ich stelle fest, ich habe gar keine Zeit. Also meine Angst vor dem Rentnerleben ist etwas gewichen. Und bei allen Veranstaltungen, die ich hatte, besteht das Schlimme darin, dass sie alle verschieben wollen. Aber ich kriege die Monate ja nicht nachgeliefert. Ich habe ja schon so viele Termine im zweiten Halbjahr
und natürlich auch im Jahr 2021. Also ich weiß noch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Aber ansonsten hat die Pandemie mich gezwungen, etwas ein anderes Leben zu führen. Und so schlecht ist das nicht. Haben Sie sich manchmal auch draußen auf den, also Sie haben wahrscheinlich einen Balkon, gehe ich mal davon aus. Haben Sie sich ja, ich habe dort immer gefrühstückt. Ich habe dort immer zu Abend gegessen. Deshalb bin ich so braun geworden. Nicht, dass ich im Urlaub war. Ja. Aber haben Sie sich draußen auf den Balkon gestellt und den systemrelevanten Arbeitnehmern zugeklatscht? Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Zumal ich so eine kleine Terrasse habe, die hörten mich auch gar nicht. Aber ich habe sie überall, wo ich kann, gewürdigt. Wobei schon interessant ist, was systemrelevant ist und was nicht systemrelevant ist. Haben Sie den Eindruck, dass diese Wertschätzung, die ja nun auch schon 2-3 Monate her ist, dass die noch Bestand hat? Ich meine, es gibt Einmalzahlungen. Wir alle schwören, dass wir diese Menschen gerade in sozialen Berufen jetzt höher wertschätzen. Aber am Ende gibt es ja so eine ganz praktische Wertschätzung, die heißt Geld. Ne? Richtig. Also seit Jahren, wirklich lange vor der Pandemie, kämpfe ich um die Überwindung der Frauenberufe. Frauenberuf heißt übersetzt schlecht bezahlt, deshalb gehen wir Männer auch nicht hin. So einfach ist es. Und die Pflege ist zum Beispiel ein Frauenberuf und grottenschlecht bezahlt. Das kann man auch nicht so belassen. Da müssen nicht 5 oder 10% drauf, sondern vielleicht 50% drauf. Das Problem ist nur, dass man darauf achten muss, dass die Beiträge nicht dann wahnsinnig in die Höhe schießen, die Pflegebeiträge. Also wie kann man es machen? Indem der Staat sich entschließt, einen Zuschuss zu den Löhnen zu geben. Da muss man noch klären, steuerfrei, nicht steuerfrei, aber das ist jetzt erstmal eine Nebenfrage, sodass die Beiträge nicht wahnsinnig erhöht werden müssen für die Pflege. Das zweite sind die Erzieherinnen in Kindertagesstätten. Das dritte sind die Lehrerinnen an Grundschulen. Nicht die Lehrer an den höheren Schulen, aber die Lehrerinnen an den Grundschulen. Die Krankenschwestern. Alles klassische Frauenberufe, was damit zusammenhängt, dass sie zu schlecht bezahlt wird. Und plötzlich haben wir gemerkt, wie angewiesen wir auf sie sind. Übrigens auch auf Verkäuferinnen, auf Kassiererinnen. Die mussten ja die ganze Zeit arbeiten, während die anderen Kurzarbeit hatten etc., was natürlich auch wieder anstrengend ist. Und ich hoffe, dass das einen Erkenntnisgewinn gibt. Aber wie ich uns kenne, kann auch Folgendes passieren, die Pandemie ist vorüber und alle vergessen es. Aber ich verspreche, ich vergesse es nicht. Ich werde dafür noch entschiedener eintreten als früher. In Deutschland ist ja auch Kanzlerin im Frauenberuf. Haben Sie sich in den letzten 3 Monaten ordentlich regiert gefühlt? In gewisser Weise ja, davor allerdings nicht. Und dazu muss ich Ihnen 2 Beispiele nennen. Das eine ist der ganze neoliberale Kurs. Also alles muss flexibel sein und alles soll privatisiert werden und alles muss sich rechnen etc., den ich ja immer schon kritisiert habe. Und nun ist doch bewiesen, dass er falsch ist. Die Privatisierung von Kliniken bringt nichts und eine Klinik muss auch sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig sein. Das heißt, es gibt zwischen der öffentlichen Daseinsvorsorge und der übrigen Wirtschaft grundlegende Unterschiede. Öffentliche Daseinsvorsorge, das ist Bildung, das ist Gesundheit, das ist Wasserversorgung, das ist Energieversorgung, also Wasser. Wir haben in Berlin ein Wasserkraftwerk. Stellen Sie sich mal vor, mir gehört das und ich brauche Geld. Dann finde ich doch eine Lösung. Also ich habe doch gar keine Konkurrenten. Entweder die Leute nehmen mein Wasser oder es gibt keine. Das heißt, diese öffentliche Daseinsvorsorge gehört im Unterschied zu anderen Bereichen nicht in die Marktwirtschaft. Da müssen andere Kriterien gelten. Und das gilt übrigens auch interessant für das Wohnen. Und da gibt es ja auch die Auseinandersetzung. Trotzdem finde ich das spannend. Ich glaube, dass die Erkenntnis zugenommen hat, dass man die öffentliche Daseinsvorsorge nicht privatisieren muss, dass die sich nicht rechnen muss. Natürlich muss es auch gewisse ökonomische Kriterien geben, das ist schon klar. Aber dass die nach anderen Maßstäben zu gestalten ist. Das ist der eine Fehler, dass die Bundesregierung wie auch die anderen Regierungen in der EU und weltweit immer wieder auf die neoliberale Tendenz gesetzt hat. Das zweite ist, dass bei der Herstellung der deutschen Einheit man nicht hingeguckt hat, was ich nicht verstehe. Vieles aus der DDR musste überwunden werden, ist völlig klar. Aber wenn man genauer hingesehen hätte, hätte man das eine oder andere übernehmen können. Also vorhin habe ich das Beispiel genannt, Berufsausbildung mit Abitur oder die Polikliniken und vor allen Dingen die höhere Gleichstellung der Geschlechter. Über 90% der Frauen waren voll berufstätig in der DDR und da gab es natürlich ein anderes Netz an Kindertagesstätten, Nachmittagsbetreuung, an Schulen, Ferienspiele etc.
Aber was mich auch geärgert hat, gerade in diesem Fall, ist Folgendes. 1970, lange vor der Weltgesundheitsorganisation und der Bundesregierung, da gab es mal die Hongkong-Grippe. Da kam das Gesundheitsministerium der DDR auf die Idee, dass es mal eine Pandemie geben könnte, wo sich eine Krankheit weltweit ausbreitet. Und ein Institut in Berlin-Oberschöneweide, also in Ostberlin, ein virologisches, wurde beauftragt, dafür zu forschen. Und die haben ein Konzept entwickelt, was man im Falle einer Pandemie machen kann. Was hat die Bundesregierung in ihrer Arroganz 1990 getan? Natürlich wurde das Institut geschlossen, die Virologen wurden entlassen und das Konzept ging in den Papierkorb. Man hätte es sich vielleicht mal ansehen sollen. Was ist denn daran so schlimm? Ich verstehe es nicht. Eine andere Virologin hat gesagt, Mensch, das ist ja gar nicht dumm gedacht, das können wir übernehmen. Und der zweite Fehler, den höre ich mit den Fehlern auch auf, der bestand darin, dass 2012 Experten im Auftrag der Bundesregierung gesagt haben, was passiert, wenn eine Pandemie kommt und dass uns Masken fehlen und Schutzanzüge fehlen. Und die Bundesregierung hat natürlich nichts gekauft und hat weiter privatisiert. Ich glaube, das war ein Fehler. Trotzdem, im Vergleich zu anderen EU-Ländern steht unser Gesundheitswesen natürlich noch ziemlich gut da. Und jetzt bei den Regierungsmaßnahmen ist Folgendes zu sehen. In der Regierung sitzt nicht ein einziger Virologe. Der erste Fehler in der Politik fängt immer damit an, dass man so tut, als sei man Virologe. Ich hätte, wenn ich Bundesgesundheitsminister gewesen wäre, ein Expertengremium von 10 Virologinnen und Virologen gebildet. Und zwar mit unterschiedlichen Meinungen, aber alle Experten. So, und dann hätte ich immer gesagt, Sie müssen sich auf einen Vorschlag einigen und immer ein anderer kommt mit mir mit zur Pressekonferenz und erklärt den Vorschlag. Und wenn Sie sich nicht einigen, also ich hätte nicht immer Herrn Drosten genommen, sondern einmal Herrn Drosten, einmal einen anderen und so weiter. Und dann hätte ich Folgendes gemacht, wenn Sie sich nicht einigen können, dann hätte ich die beiden mit unterschiedlichen Auffassungen oder von meinetwegen auch die drei mitgenommen zur Pressekonferenz. Hätte ich gesagt, stellen Sie Ihr Konzept vor, stellen Sie Ihr Konzept vor, stellen Sie Ihr Konzept vor. Sag ich, was mache ich denn jetzt? Ich bin ja kein Virologe. Der eine sagt, wenn ich das nicht mache, verursache ich 1 Million Infizierte und 100.000 Tote. Der andere sagt, das ist alles Quatsch, es genügt, wenn ich das und das mache. Und der dritte sagt irgendwas Mittleres. Sehen Sie, mein Problem ist Folgendes, wenn er recht haben sollte und ich ergriffe nicht die Maßnahmen und wir haben dann tatsächlich 1 Million Infizierte und 100.000 Tote, bin ich dafür verantwortlich. Ich kann mich nicht nach ihm und nach ihm richten. Ich muss mich nach ihm richten. Sehen Sie, und dann wäre das Ganze transparent geworden. Dann wäre das deutlich geworden. Da hätten die Leute nachvollziehen können, warum man welche Entscheidung trifft. Ansonsten waren die Maßnahmen sicherlich erforderlich, aber über eins müssen sich alle neue Gedanken machen. Die Zahl derjenigen, die nicht zufrieden sind, wächst ja. Also ich denke nicht nur an die Reichsbürger oder, verstehen Sie, alles, was sich da sammelt. Auch da sind ja ganz normale Leute dabei, die das ablehnen. Wissen Sie, worüber man sich Gedanken machen muss? Weshalb gibt es so wenig Vertrauen in die Politik? Warum nimmt die Zahl derjenigen, die der Regierung nicht glauben, derart zu? Die glauben zum Teil auch der Opposition nicht. Also auch wir müssen uns darüber Gedanken machen. Glauben nicht mal Ihnen. Ja, und das ist doch interessant. Und da komme ich immer zu denselben Schlussfolgerungen. Das eine ist eine falsche Sprache. Also wenn du von einer Veräußerungserlösgewinnsteuer sprichst, dann ist denen das eben wurscht, dass weit über 90% gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Und das zweite ist, dass die Motive für Entscheidungen nie ehrlich angegeben werden. Wissen Sie, es ist ein Vorgang. Du organisierst eine Entscheidung und sagst, wie begründe ich das jetzt der Bevölkerung? Und dann versuchst du immer, dich besonders wohlfeil darzustellen. Das ist, glaube ich, falsch. Man muss die ehrlichen Motive geben. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich das kurz erzählen darf, außerhalb unseres Landes. Trump. Der geht aus dem Paris-Einkommen raus, was ja den Klimawandel begrenzen soll. Und wie lautet seine Begründung? Es gibt gar keinen Klimawandel, sagt er. Und er ist Experte, ich glaube, er hat 10 Jahre Meteorologie studiert, dann war er nochmal 5 Jahre am Nordpol, 5 Jahre am Südpol. Also in Wirklichkeit hat er von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wenn er gesagt hätte, ich habe 5 Konzerne, die verlieren so und so viel Profit, das gefährdet dort auch die und die Arbeitsplätze und deshalb ist mir der Klimawandel egal, ich gehe raus, dann hätte er ein ehrliches Motiv genannt. Macht er aber nicht. Er stellt sich hin, als sei er Experte und weiß, das Ganze findet überhaupt nicht statt. Und diese Unehrlichkeit,
bei der Wiedergabe von Motiven für Entscheidungen, das fällt der Politik insgesamt jetzt auf den Rücken. Es ist mir ein bisschen unangenehm, ihm widersprechen zu müssen, aber ich finde, Trump ist noch fast der Ehrlichste in seiner ganzen Verwirrtheit oder auch Klarheit, was ökonomische Sachen angeht. Das stimmt, aber dieses Beispiel habe ich gewählt, weil er dort ja gelogen hat. Er sagt ihm einfach, Sie haben gerade einen schönen Vorschlag gemacht mit dem Virologengremium und Politik anschaulicher erklären. Das heißt mit anderen Worten, eigentlich müssten Sie ja auch noch mal Kanzler werden, Herr Gysi. Nun gucke ich mir die Zahlen an. Es gibt Annäherungen im rot-rot-grünen Bereich. Ihre Partei, die Linke, ja, Pandemie hin oder her, steht da irgendwo bei unter 10%, knapp so in etwa. Keine Ahnung, was den Wähler umtreibt. Bei den anderen geht es mal 10 rauf, 10 runter. Bei Ihnen liegt das wie ein Brett. Jetzt sagen wir mal, die SPD kommt so auf knapp 20% und die Grünen noch auf ein bisschen mehr. Dann kommen wir zusammen auf sowas wie 45. Das könnte reichen für eine Bundesregierung. Da wären Sie aber die Kleinsten, also der kleinste Partner. Das heißt, einen Kanzler Gysi können wir ausschließen. Aber sehen Sie realistische Chancen für Rot-Rot-Grün mit Jobsharing, Habeck, Baerbock? Also, erstens war Konrad Adenauer, als er Kanzler wurde, 73. Ich bin erst 72. Insofern habe ich doch noch alle. Es besteht Hoffnung. Oh ja. Außerdem könnte es doch sein, dass SPD und Grüne sagen, wir wollen den Gysi. Das glaube ich allerdings auch. Ich glaube wie Sie. Also, nein. Es gibt Chancen, wenn es eine entsprechende Veränderungsstimmung in der Bevölkerung gibt. Das kann ich noch nicht sagen. Einfach nur, weil es sich rechnet, das reicht nicht aus. Mhm. Sondern es muss einen Druck aus der Bevölkerung und aus der Öffentlichkeit geben, jetzt Dinge anders zu machen. So wie das war bei der ersten Regierung von Willy Brandt, also von der SPD geführt. Da gab es diesen Druck, weil die Außenpolitik der Union an ihr Ende gekommen war. Also die Nichtbeziehung nach Osteuropa, es ging so nicht weiter. Das ist interessant, das kann ich noch nicht einschätzen, weil die Zeit viel schnelllebiger ist. Wie die Stimmung, sagen wir mal, im September nächsten Jahres ist, ist heute noch nicht einzuschätzen. Das Zweite ist, es muss natürlich zahlenmäßig gehen und dann muss man sich verständigen. Ich glaube, die Bereitschaft in der SPD wächst, weil sie merken, als Anhängsel der Union verliert sie immer mehr an Substanz. Außerdem ist sie ja auch den neoliberalen Weg gegangen, den ich als falsch empfinde. Und da gibt es ja doch jetzt eine zunehmende Zahl von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die diesen Weg auch anzweifeln. Bei den Grünen ist es etwas schwerer, weil sie liebäugeln ja einen Teil auch mit der Union, ein anderer Teil dann eher mit der SPD. Wenn sie allerdings stärker als die SPD sind, dann wollen sie es auf jeden Fall, weil sie ja dann den Kanzler stellen. Darf man nicht vergessen. Mhm. Deshalb sage ich, das ist offen. Und meiner Partei sage ich immer, sie muss dazu bereit sein und folgenden Grundsatz beherrschen. Wer nicht kompromissfähig ist, ist auch nicht demokratiefähig. Und wer zu viele Kompromisse macht, gibt seine Identität auf. Was ist der richtige Weg? Und dann sage ich immer, alle Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Sie können nur kürzer sein, als wir sie uns vorgestellt haben. Wenn man aber Schritten in die falsche Richtung zustimmt, dann macht man sich unglaubwürdig. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir sind für das Verbot von Rüstungsexporten. Nun, das werden wir bei SPD und Grünen nicht durchsetzen. Aber wenn wir durchsetzen, es werden keine Rüstungsgüter mehr an Diktaturen und an kriegführende Staaten geliefert, dann wäre das schon ein enormer Fortschritt im Vergleich zu heute. Das heißt, es wäre nicht der Schritt vollständig, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Am schwersten, sage ich Ihnen jetzt schon, wird alles schwierig. Steuergerechtigkeit wird schwer, soziale Leistungen, alles wird schwer. Aber wie wir uns bei den Truppen im Ausland verständigen, das weiß ich noch nicht. Sie meinen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ja. Aber Donald Trump kommt Ihnen ja womöglich entgegen, wenn er jetzt die amerikanischen Soldaten aus Deutschland abziehen will. Die NATO hat vielleicht nicht mehr ganz die Bedeutung, die sie mal hatte. Alles wird europäischer. Also ich sage mal so, die internationale Politik kommt Rot-Rot-Grün entgegen, oder? Das kann sein. Warten wir es ab. Ich hoffe natürlich, ich hoffe wie Sie auch, aber ich bin nicht sicher, dass Biden Trump ablöst. Nicht, dass ich den für so eine wahnsinnige Glanzfigur halte, aber es ist immer alles relativ, nicht? Das habe ich gelernt. Und deshalb, eine Weile lang habe ich es nicht geglaubt, aber ich weiß nicht,
Es gibt zwei Sachen. Die Pandemie beherrscht Trump nicht. Da hat er sich völlig vergaloppiert. Das könnte sein, dass er an Stimmen verliert. Und dazu kommt er vielleicht noch sein Vorgehen jetzt gegen die Demonstranten, die gegen Rassismus auftreten. Das hat er abgekupfert von Nixon. Der war damit erfolgreich. Nach der Ermordung von Martin Luther King ist er auch hart dazwischen gegangen. Aber ich glaube, die Gesellschaft in den USA hat sich verändert. Ich weiß nicht, ob das, was bei Nixon funktioniert, heute noch bei Trump funktioniert. Also ich bin da unsicher. Aber zurück zu Ihrer eigentlichen Frage. Ich finde ja, dass die Chancen beim 2+4-Vertrag also zu wenig genutzt worden sind. Deutschland, unsere Geschichte, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Nazi-Diktatur, die Spaltung Deutschlands im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges. Jetzt haben wir das überwunden. Hätten wir nicht sagen können, wir wollen zum Hauptvermittler werden? Zum Hauptvermittler für Frieden. Sehen Sie mal, die neutralen Staaten, die das früher gemacht haben, machen das nicht mehr. Ja, das ist gar nicht mehr ihre Rolle. Also ganz ausnahmsweise mal. Aber im Kern machen sie das nicht mehr. Und ich finde, das wäre eine schöne Rolle gewesen. Naja, stattdessen werden wir Schritt für Schritt zum Weltpolizisten. Das halte ich für eine Fehlentwicklung. Nun zu den USA. Es gab ja Geheimverträge, als der Besatzungsstatus in Paris, glaube ich, 1952 aufgehoben wurde. Und die gehalten weiter. Dann hat man plötzlich festgestellt, 2+4 hat die gar nicht abgelöst. Die Geheimverträge gelten immer noch. Dann haben wir Fragen an die Bundesregierung gestellt. Und da hat sie dann gesagt, es gab jetzt im Sommer 2013 einen Notenaustausch zwischen den USA und Deutschland, dass die Verträge nicht mehr gelten. Okay, damit sind wir nun vollständig souverän. Und ich weiß nicht, ob unsere Sicherheit dadurch erhöht wird, dass wir Atomwaffen der USA auf Rammstein haben. Stellen Sie sich mal vor, der Trump hat gesagt, er will jetzt ganz kleine Atombomben bauen, die man, sagen wir mal, in Russland abwerfen kann, ohne dass Nachbarländer davon betroffen sind. Stellen Sie sich mal vor, das passiert von Rammstein aus. Dann wird Russland antworten gegen Deutschland, gegen Rammstein. Die müssen ja das Lager da zerstören. Dann gehen wir drauf. Deshalb bin ich wie der SPD-Fraktionsvorsitzende ganz entschieden für den Abzug der Atomwaffen der USA aus Deutschland. Dann jammern viele und sagen, dann sind wir nicht mehr in der nuklearen Teilhabe. Ich sage mal kurz, was das heißt. Das bedeutet, dass man in der NATO sich berät, wann man wie vielleicht zur Not Atomwaffen einsetzen muss. Das stimmt nicht, dass wir nicht dabei sind. Ich meine, ich bin gar nicht unbedingt dafür. Aber wenn man unbedingt dafür ist, kann man das machen. Es gibt zwei NATO-Mitglieder, die nehmen an der nuklearen Teilhabe auch teil, nämlich Griechenland und Kanada, und besitzen keine einzige Atomwaffe. Weder der Briten, noch der Franzosen, noch der USA auf ihrem Territorium, noch keine eigene. Also dieser zwanghafte Zusammenhang besteht überhaupt nicht. Und wenn dann immer gesagt wird, die USA könnten dann versuchen, die Atomwaffen in Polen zu stationieren und auch die Soldaten dorthin zu schicken, dann sage ich immer, da muss die polnische Gesellschaft drüber diskutieren, weil sie dann die Antwort von Russland bekommen, ob sie das wollen. Und dann werden die Russen ja auch kleine Atomwaffen entwickeln, die man vielleicht einsetzen kann, ohne dass die Nachbarländer getroffen werden. Also mit anderen Worten, ich habe heute eine schöne Nachricht gelesen, dass es doch wieder Abrüstungsgespräche geben soll zwischen den USA, Russland und China. Es wird auch höchste Zeit. Und ich glaube nicht, dass wir amerikanische Atomwaffen in Deutschland benötigen. Zumindest seit 1990 benötigen wir sie nicht mehr. Herr Gysi, Sie waren in der DDR einer der wenigen freien Anwälte. Sie haben unter anderem ausreisewillige Systemkritiker wie Robert Havemann, Bärbel Bohley verteidigt. Wenn Sie sich das Video, was Sie ja wahrscheinlich gesehen haben, George Floyd in Minneapolis, drei Polizeibeamte knien dem armen Mann auf dem Rücken, im Nacken, fast 9 Minuten lang, würden Sie als Anwalt, als Jurist sagen, das war Mord? Nun ist es so, ich weiß nicht genau, wie Mord in den USA definiert ist. Ich weiß nur, wie Mord bei uns definiert ist. Und da ist es ein bisschen schwierig, weil da steht drin, du musst aus Mordlust handeln oder um eine andere Straftat zu verdecken oder aus niederen Beweggründen etc. Also wenn überhaupt, kämen nur die niederen Beweggründe in Frage. Wenn ich so überlegen bin, wie der Polizist dem Festzunehmenden, und ich stütze mich einen Moment auf seinen Hals, dann mag das noch hingehen. Aber über 9 Minuten, dann weiß ich, dass er irgendwann tot ist. Inklusive also, eines ich würde sagen, ein vorsätzliches Tötungsdelikt ist es auf jeden Fall.
Bei uns kämen eventuell niedrige Beweggründe in Frage, dann wäre es Mord und nicht Totschlag. Und Totschlag ist milder als Mord, klar. Es ist nicht der erste Fall von Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten. Wir erleben Demonstrationen, wir erleben aufständische Situationen. Joe Biden, Sie haben ihn schon genannt, hat gesagt, das ist jetzt der große Drehpunkt, jetzt wird sich was ändern in den USA. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Glauben Sie, dass das ja durchaus strukturell vorhandene Rassismusproblem in den USA jetzt wie auch immer angegangen wird? Also wir haben natürlich unterschiedliche Entwicklungen in den USA. Also man darf ja immer nicht vergessen, die USA wird bewohnt von lauter Migranten. Ne? Die sind ja da alle mal hingeflohen, da lebten ja ursprünglich nur Indianer. Und die wurden als Erste unterdrückt. Und das ist merkwürdigerweise bis heute nicht wirklich aufgearbeitet worden. Und dass es immer noch Reservate für die Indianer gibt, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. In Wirklichkeit müsste man für eine Gleichstellung sie privilegieren. Schulisch privilegieren und in vielen anderen Bereichen. Was nicht passiert. Dann wurden die Sklaven geholt aus Afrika. Das waren die Schwarzen. Und die wurden immer unterdrückt. Dann gab es ja sogar einen Krieg zwischen den Nord- und den Südstaaten in der Frage, wie weit man gehen darf bei der Unterdrückung und ob die Sklaverei abgeschafft wird oder nicht. Und da sind in dem Abkommen so viele Kompromisse mit den Südstaaten getroffen worden, was sie alles noch dürfen, was wiederum in den Nordstaaten nicht ging, dass es ein dauernder Widerspruch war. Und dann haben wir, ich mache es mal ganz kurz, Phasen erlebt. Das erste war Martin Luther King, der plötzlich sagte, nein, er will endlich, dass die Menschen wirklich gleichberechtigt sind und seine berühmte Rede hielt, die natürlich Wirkung gezeigt hat. Dann wurde er aber ermordet. Und da ist eben Nixon gegen die Demonstranten sehr hart vorgegangen. Es könnte sein, dass wir insofern eine neue Situation haben, als die Schwarzen selbstbewusster geworden sind, dass sie sich das nicht mehr bieten lassen und dass es auch eine zunehmende Zahl von Weißen gibt, die sagen, das ist für mich kein Maßstab, die Hautfarbe. Für mich ist der Charakter entscheidend, die Intelligenz entscheidend und so weiter. Das ist zumindest meine Hoffnung, dass sich da wirklich etwas ändern könnte. Wenn Trump wiedergewählt wird, wird sich diesbezüglich nichts ändern. Wenn er nicht wiedergewählt wird, steht der Biden unter Druck, weil er wird ja gerade auch in New York gewählt und in lauter demokratisch geführten Staaten. Und die werden dann nicht nachlassen. Weil, wissen Sie, es gibt immer so Zeiten, wo plötzlich die Reife da ist, ein Problem zu lösen. Vergleicht das mal bei uns mit der Frauenbewegung. Sie war ganz klein am Anfang, chancenlos. Die Männer haben sich lustig gemacht und so weiter. Und plötzlich, man weiß immer gar nicht genau, was jetzt der Anlass ist, es gibt plötzlich so einen Durchbruch und plötzlich sagen alle, ja, jetzt muss es überwunden werden. Bis in die CDU hinein, die ja früher da immer eher konservativ gegengehalten hat, aber das macht sie auch nicht mehr. Das heißt, der Zeitgeist, der kann sich verändert haben in den USA. Aber ich bin natürlich ein Zweckoptimist, und weil ich ein Zweckoptimist bin, wissen Sie, glaube ich immer, dass das Gute obsiegt, das muss natürlich nicht stimmen. Liebe Zuhörende, Sie merken, dass ich das ordentlich gegendert habe und Zuschauende natürlich auch. Wenn es Fragen gibt, die Sie an Dr. Gregor Gysi richten möchten, ach, was haben wir denn alles noch nicht gestreift? Ihre Beobachtung durch den Verfassungsschutz zum Beispiel habe ich auch noch nicht geschafft. Oder die Frage meiner Frau, von der ich Sie herzlich grüßen soll, warum denn in Ostdeutschland die Infektionszahlen so deutlich niedriger sind als im Westen? Ist der Ossi irgendwie stabiler? Wir sind widerstandsfähiger. Naja, es gibt ja verschiedene Theorien. Ja, es gibt amerikanische und irische Wissenschaftler, die behaupten, das läge daran, dass wir eine Pflichtimpfung in der DDR hatten gegen Tuberkulose. Ach. Und in der alten Bundesrepublik war sie freiwilliger Natur. Mhm. Und die behaupten, dass sie festgestellt hätten, dass die gegen Tuberkulose Geimpften viel seltener infiziert werden als andere. Das hat natürlich das Robert-Koch-Institut sofort bestritten. Ich kann Ihnen auch sagen, warum, weil die vor 3 Jahren gesagt haben, Tuberkulose gibt es nicht mehr, wir können die Impfung einstellen. Wenn sich nun aber herausstellt, dass die so einen Nebeneffekt hat, womit man gar nicht gerechnet hat, gibt man das eben nicht gerne zu, auch nicht als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler. Aber das weiß ich nicht, ob das der Grund ist. Aber es gab natürlich viele Impfungen in der DDR, das ist wahr. Und es gab, was uns in einer Hinsicht wirklich unempfindlich gemacht hat, aber damit nichts zu tun, es gab ja nie
eine Behandlung von Lebensmitteln. Mhm. Also Lebensmittel gab es immer nur frisch, deshalb gab es Kirchen auch nur zur Kirchenzeit, nicht im November etc. Mhm. Und das ist wirklich interessant bei der Herstellung der Vereinigung. Nahmen in meinem Wahlkreis damals Berlin-Marzahn-Hellersdorf die Lebensmittelallergien um 40% zu. Was man in der DDR kaum kannte, dafür kannten wir Umweltvergiftung noch und nöcher, also ich will das alles gar nicht besser machen, ist interessant, dieser Unterschied. Und ich glaube eben, dass dieses Konservieren von Lebensmitteln letztlich nicht der richtige Weg ist. Als ein Beispiel. Ich hätte mich gewünscht, solche Erfahrungen austauscht. Ja. So, haben wir. Aber ob das der Grund ist, ich sage, wir sind widerstandsfähig. Wir sind ja auch hart geprüft worden. Absolut. Haben Sie den Eindruck, dass die Wende so eine Art Training war für außergewöhnliche Lebensumstände, wenn sich so alles verändert? Das war ja in dieser Pandemiezeit, in der Quarantänezeit ja auch so. Es war eine sehr ungewöhnliche, naja, wie würde man sagen, Disruption. Also die Ostdeutschen haben zwei Erfahrungen gemacht. Das eine ist, extreme Situationen zu erleben und sich darauf irgendwie einzustellen. Ja. Und das zweite ist, nicht mehr zu glauben, dass alles hält. Ja. Also in der DDR bist du ja immer davon ausgegangen, die bleibt so, wie sie ist. Also es gibt natürlich Entwicklung, aber im Kern. Und plötzlich stürzt alles zusammen. Das hat ja vorher so gut wie niemand geglaubt. Und deshalb sind sie sich eben auch nicht sicher, ob die Strukturen, die wir heute haben, so bleiben. Nur, es gibt ja immer zwei Wege. Nach der Pandemie werden wir solidarischer, begreifen wir, dass vieles nur multinational zu bekämpfen ist, oder werden wir egoistischer? Nimmt der nationale Egoismus zu nach dem Motto, die Krankheit kommt ja aus dem Ausland? Beides ist möglich. Ich kämpfe natürlich für das Erste. Und eine Sache, da müssen wir allerdings alle drauf aufpassen, auch Sie in den Medien, auch in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, in Gewerkschaften, in Kirchen. Alle Einschränkungen der Grundrechte, alle müssen rückgängig gemacht werden. Mhm. Was man in der Not beschließt und sagt, das ist jetzt notwendig, darf niemals Bestand haben, wenn die Not vorbei ist. Wenn man dann sagt, das hat sich doch aber bewährt, dass wir das so machen, da sage ich sogar etwas gegen meine Interessen. Sie wissen, ich war immer ein Gegner der schwarzen Null. Ich meine, dass wir Investitionen brauchen, insbesondere für die Jugend und für die Kinder, für die Zukunft und so. Trotzdem, in der Not wurde beschlossen, die schwarze Null nicht auszusetzen. Deshalb muss es zurückgenommen werden. Dann möchte ich allerdings einen demokratischen Prozess haben, wo sich vielleicht die Mehrheit entscheidet, die schwarze Null zu überwinden, was die Zukunftsinvestitionen betrifft. Aber was man in der Not beschließt, darf man nie aufrechterhalten. Auch nicht das, was einem gefällt, sondern man muss es zurücknehmen und sagen, so, jetzt diskutieren wir nochmal neu darüber, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht. Hier haben wir eine Frage anonym, weil sie so brisant ist. Ihr persönliches Ranking der Kanzlerkandidaten, also wer folgt nach Ihnen auf den Plätzen 2 bis X? Sehen Sie Herrn Laschet, Herrn Söder vorn? Kommt Frau Kramp-Karrenbauer nochmal aus der Kiste? Wird Frau Merkel sich womöglich nochmal durchringen? Nein, ich glaube nicht, dass Frau Merkel sich nochmal durchringt. Das wäre nur auch ein Grottenfehler. Man muss immer wissen, wann auch die Zeit vorbei ist. Das ist ja eine Schwäche in der Politik. Wenn der Kohl in der Mitte seiner letzten Legislaturperiode gesagt hätte, er hört zum Ende auf, wäre er mit Glanz und Gloria gegangen. Nein, er muss sich abwählen lassen. Genauso Frau Merkel, sie ist zwar Kanzlerin geblieben, aber sie hat sich erstmal eine Wahlniederlage organisiert. Und ich bin da wirklich ein bisschen anders. Ich hatte mir eben vorgenommen, 2015 höre ich auf als Fraktionsvorsitzender. Ich hätte natürlich auch immer wieder kandidieren können. Wahrscheinlich hätte ich nämlich auch gewählt bis zu meinem 90. Lebensjahr. Ich hätte da nur Schnee erzählt. Das hätten Sie gemerkt, aber ich ja nicht. Verstehen Sie, ich wäre mit meinem Reden zufrieden gewesen. Ich hätte gesagt, ja, was maulen die hier alle rum? Und so. Also das ist die eine Kunst. Jetzt aber zu den geeigneten Persönlichkeiten. Es ist immer schwer, sich Leute, die eine Funktion nicht haben, sich in der Funktion vorzustellen. Vielleicht macht der Habeck es gar nicht so schlecht, wenn er es macht. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Söder ist ein Macher. Das heißt, ein Macher ist jemand, der ungeheuer aktiv wird, wenn sowas wie die Pandemie ausbricht. Also mit dieser Entscheidung, mit jeder Entscheidung. Ob er so ein strategisch Denkender ist in weitere Zeiträume, habe ich meine Zweifel. Laschet ist ein Netter. Das heißt, er
Damit fällt er aus, oder? Er hat ja auch so eine Sympathie aus. Wie er nun als Kanzler wird, kann ich mir auch nicht richtig vorstellen. Aber wissen Sie, letztlich gehe ich davon aus, die Wählerinnen und Wähler entscheiden über die Mehrheitsverhältnisse. Davon hängt dann ab, wer Kanzlerin oder Kanzler wird, und dann werden wir es erleben. Bevor es Frau Merkel wurde, da hat es doch Frau Merkel auch keiner zugetraut. Und bei Kohl auch nicht. Söder, Laschet sind jetzt so Ihre drei, die Sie für 2021 erwarten. Naja, ich weiß nicht. Zum Beispiel der Fraktionsvorsitzende der SPD, der ist ja auch so ein bescheidener. Freunde dürfen Mütze zu ihm sagen. Ja, wissen Sie, dass auch der könnte, muss ja nicht ungeeignet sein. Das Problem ist nur, er muss dann etwas wider seine Natur handeln. Du bist dann der Chef. Du musst Entscheidungen treffen, auch solche, die du vielleicht gar nicht gerne triffst. Es gibt eine Sache in der Politik, die man nicht unterschätzen darf. Das ist das Wirken nach innen und das Wirken nach außen. Es gibt Politikerinnen und Politiker, die können hervorragend nach außen wirken. Also in den Medien etc., auf Kundgebung. Aber sagen wir mal Friedrich Merz. Nach innen, wie sie so ein Apparat leiten, ja, das ist dann eher furchtbar. Sagen wir mal Friedrich Merz. Die können, das sagen Sie nicht, ich. Dann gibt es Leute, die können nach innen unheimlich wirksam sein, aber nach außen fehlt es. Dann gibt es ganz wenige, die beides können. Herr Giese, eine perfekte Selbstbeschreibung. Ich habe hier noch eine Frage. Vielen Dank für die Zeit von allen Beteiligten. Herr Gysi ist ein starker Rhetoriker, natürlich macht Übung den Meister, aber haben Sie irgendwelche Tipps, Bücher oder sonstige Anleitungen, wie man so ein toller Redner wird wie Sie, Herr Gysi? Ich weiß es nicht. Ich kann bloß sagen, mein Vater war ein toller Redner. Das führte dazu, dass mir als Kind schon was Besonderes einfallen musste, wenn ich mal dazwischen gehen wollte. Okay. Das schult. Weil du gefordert bist. Das zweite war der Anwaltsberuf in der DDR. Da war es meistens so, der Staatsanwalt hat gesprochen und danach war ich gleich dran. Das heißt, gar keine Vorbereitungszeit. Und dann musste ich zu 18 Anklagepunkten sprechen. Das musst du im Kopf erstmal alles sortiert bekommen und dann dazu sprechen. Und ich war besonders gefordert. Als ich anfing als Anwalt, war es so, dass die Staatsanwälte fast immer Recht bekommen haben vom Gericht. Du konntest dann in zweiter Instanz mal was erreichen mit einer Berufung. Aber später nicht mehr. Da kam eine neue Richtergeneration und die wollten selbstständiger entscheiden. Und da machte das auch viel mehr Spaß. Und da wusste ich, ich muss immer doppelt so gut sein wie der Staatsanwalt, wenn ich ein Gericht überzeugen will. Mhm. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die man nicht beachtet. Die Frage ist, sprichst du für die Schöffen? Also die Laienrichter, oder sprichst du für den Profi, den Berufsrichter? In erster Linie musst du für den Berufsrichter sprechen, denn wenn du den überzeugst, dann kriegst du meistens auch die Schöffen überzeugt. Wenn du aber weißt, du kriegst ihn nicht überzeugt, dann musst du für die Schöffen sprechen, damit es wenigstens schwer wird. Einmal in der DDR habe ich es geschafft, dass die beiden Schöffen den Berufsrichter überstimmten und der einen Freispruch machen musste, den er nicht wollte. Das war ein ganz schönes Erlebnis. Leider in zweiter Instanz korrigiert. Gut, das sind natürlich jetzt sehr exklusive Tipps. Erstens besorgen Sie sich einen Vater, der ein guter Rhetoriker ist, und zweitens werden Sie Anwalt in der DDR. Und üben Sie sich da rein mit diesen lebenspraktischen Hinweisen. Ja, aber als Anwalt in der Bundesrepublik müssen Sie das auch lernen. Also man kann auch zur Not diesen Weg gehen. Okay, aber man muss Jurist werden. Das ist, hier ist noch eine Frage, Herr Gysi. Vermissen Sie Sarah Wagenknecht? Den Journalisten, hören Sie mal zu. Ich bewundere die bei Sportereignissen, Bogenschießen. Haben Sie noch nie gesehen bei der Olympiade. Warum? Und dann, meine, die meisten waren noch nicht beim Bogenschießen. Und dann reden sie darüber. Also das imponiert mir schon. Ja. Sie dürfen nicht vergessen, das umgefallene Tor von Jauch. Ne? Absolut. Ein Tor würde dem Spiel gut tun. Sagen Sie, vermissen Sie Sarah Wagenknecht? Sie ist ja nach wie vor in der Fraktion. Sie ist auch wichtig für die Linke. Weil sie kann zum Beispiel sehr gut öffentlich auftreten. Wir haben eben, was Flüchtlinge betrifft, eine Meinungsverschiedenheit. Ich hoffe, dass wir uns diesbezüglich noch verständigen können. Allerletzte Frage, bevor wir, wenn ich keine anderen Order kriege, so auf die Schlusszielllinie biegen, Konjunkturpaket der Bundesregierung. Wenn Sie die Kanzlerin beraten hätten, welchen Teil hätten Sie da noch mit eingebaut oder welchen hätten Sie weggelassen?
Also ich finde, wir brauchen Investitionen in die Zukunft. Mhm. Das heißt, natürlich muss die Infrastruktur sich entwickeln. Es geht nicht, dass Brücken zusammenbrechen, Straßen nicht mehr benutzbar sind. Ganz viel Investitionen brauchen wir tatsächlich in die Bahn, weil das ein Zukunftsverkehrsmittel ist. Bei den Autos hätte ich auf Wasserstoffautos gesetzt. Das ist nun wirklich ökologisch eine geniale Erfindung. Das Problem ist nur, wenn ein Auto über 100.000 Euro kostet, wer kann sich denn das leisten? Das heißt, da muss wirklich investiert werden. Die Elektroautos überzeugen mich nicht richtig, weil die Batterien ein großes ökologisches Problem sind. Schon bei der Herstellung und erst recht, wenn sie dann recycelt werden müssen. Das hätte ich gemacht und vor allen Dingen, ganz wichtig jetzt, Gesundheitswesen und Bildung. Sehen Sie, wir sind ein rohstoffarmes Land. Nicht? Unsere Gold- und Erdölvorkommen sind sehr begrenzt. Das Einzige, was wir wirklich haben, ist Bildung. Und OECD stellt immer wieder fest, dass unsere Mittel für Bildung unterdurchschnittlich sind im Vergleich zu allen anderen Mitgliedern der OECD. Na, das ist doch indiskutabel. Wir müssten überdurchschnittlich sein. Und dann müssen wir das Kooperationsverbot, also wir haben ja 16 Bundesländer, deshalb 60 verschiedene Schulsysteme. Das war zur Zeit der Postkutschen schon ein gewisser Fortschritt. Aber mit dem 21. Jahrhundert hat das nun gar nichts mehr zu tun. Also aus dem Kooperationsverbot müssen wir ein Kooperationsgebot machen. Das heißt, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern haben sich zu verständigen, wie wir die Bildung entwickeln, so schwer es auch sein mag. Und selbst Thüringen und Bayern haben sich zu verstehen, noch spannender, also mit anderen Worten, das geht einfach nicht, dass die Kinder entweder eine bessere oder eine schlechtere Bildung haben, je nachdem, wo ihre Eltern einen Job bekommen, dann wieder neoliberal, flexibel, die sollen immer umziehen, der Ingenieur und die Lehrerin, wo sie gebraucht werden, eben von Thüringen nach Schleswig-Holstein und dann wieder nach Bayern. Und wenn sie drei schulpflichtige Kinder haben, müssen sie denen praktisch den ganzen Bildungsweg versauen. Das geht so nicht. Da hätte ich investiert. Natürlich muss die Wirtschaft wieder angekurbelt werden, das ist schon wahr. Aber immer, wenn der Staat investiert, deshalb bin ich auch so ein Gegner der schwarzen Null, in die Zukunft investiert, kurbelt er auch die Wirtschaft an. Es muss ja jemand bauen, es muss ja jemand reparieren. Das sind, finde ich, wirksame Mittel auch für die Wirtschaft. Letzte Frage, Herr Gysi. Hinter Ihnen hängt so ein Bild, das sieht aus wie ein originaler Caspar David Friedrich. Mit Ihren Honoraren, klar, kauft man sowas locker mal eben. Das hier? Ja. Ne, das ist natürlich kein Caspar David Friedrich. Dann wäre ich ja Millionär oder sowas, das bin ich nicht. Aber es ist ein schönes Foto, habe ich geerbt von meiner Mutter. Hinten steht auch der Maler drauf. Aber jetzt drehe ich das Bild nicht um, weil ich mir das nicht merken kann. Er ist leider kein weltberühmt Bekannter, aber ich finde das Bild schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war Dr. Gregor Gysi. Man darf sagen, zu Lebzeiten eine Legende. Ganz herzlichen Dank für diese sehr unterhaltsame Dreiviertelstunde.